Gegen 16.40 Uhr kam es in Großensee auf der Siegerstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Lübeck ist mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, aus noch unbekannter Ursache, und ist in eine dort stehende Familie hineingefahren. Die Familie war mit Fahrrädern unterwegs und die 30-jährige Mutter wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und der 34-jährige Vater sowie das etwa 2-jährige Kind im Fahrradanhänger wurden bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Der Vater und das Kind mussten mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht werden und dort werden sie behandelt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand standen sie dort und wollten die Straße überqueren. Der Pkw fuhr dann weiter und noch in ein abgeparktes Motorrad hinein und kam schlussendlich auf einer Pferdekoppel zum Stehen.